Willkommen auf der Stuttgarter Terrapro 2024. Sehr viele interessante Sachen für Sportler, für Menschen, die sich verletzen oder sonst irgendwas. Ist Physiotherapie also gerade unbedingt das Wichtige, was man braucht. Herr Seili hat sich bereit erklärt, uns ein bisschen aufzuklären über diese ganze Geschichte. Muskeln gezielt wieder Aufbau. Dazu reicht ja nicht nur, dass man sich so bewegt, sondern auch ein bisschen mehr Physiotherapie und ein paar Hilfsprodukte. Was können Sie uns dazu sagen? Genau, um einen Muskel halt gezielt wieder aufzubauen, benötigt es unter anderem Proteine und Kohlenhydrate, um aber den Muskel in die Bewegung zu versetzen, also in die Lage zu versetzen, genügend Energie, um zu kontrahieren und zu dekontrahieren, benötigt es im Wesentlichen drei Inhaltsstoffe. Ja? Das ist Kreatinmonohydrat oder Kreatin, Magnesium und Vitamin D3. Und diese drei Inhaltsstoffe haben wir in Livadur reingepackt, um dem Muskel sozusagen auf dem Weg mitzugeben, kontrahieren und dekontrahieren zu können. Weil das ist der wichtige Punkt. Ohne eine Muskelfunktion wird der Muskel nicht wachsen. Das heißt also, bei einer schwerwiegenden Verletzung kann das sehr lange Zeit und in Anspruch nehmen. Diese ganze physiotherapeutische Maßnahmen sind nicht von jetzt auf gleich zu machen. Produkte helfen, Physiotherapie hilft auch. Genau, also dieser Zweiklang ist ganz, ganz wichtig. Der Muskel muss bewegt werden. Ohne Bewegung wird sich kein Muskel bewegt fühlen, sich zu verändern oder größer zu werden. Und gerade wenn man eben im Bereich des Muskelschwundes ist, ja, das kann aus einer Reha kommen, aus einer Verletzung kommen, das kann nach einer OP kommen, das kann aber auch schon altersbedingt sein, wenn ich sehr lange bettlägerig bin. Dann wird mein Muskel immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Und meine Skelettmuskulatur ist einfach dafür da, um meinen ganzen Körper, so wie wir sind, einfach in Bewegung zu versetzen. Ich kann nicht mehr gehen, ich kann nicht mehr laufen, ich kann einfach nichts mehr tun. Deswegen muss ich den Muskel wieder aufbauen. Und um ihn wieder aufzubauen, brauche ich eben diese drei Dinge, wie ich eben gerade gesagt habe, die wir in Livadur reingepackt haben, um dem Körper oder dem Muskel sozusagen wieder diesen Aufbaustimulanz oder diese Aufbaustimulanz zu verleiten. Muskeln sind wichtig als Stütze für den Bewegungsapparat, für das Skelett. Viele Sportler gehen ins Fitnessstudio und nehmen auch bestimmte Präparate. Ist das auch etwas, was man im Fitnesscenter, was man auch so aufbauen kann? Oder ist es nicht nur sogar sehr wichtig in der physiotherapeutischen Zeit? Nein, das wird auch in Fitnessstudios verwendet, nur nicht in den klassischen Fitnessstudios, sage ich jetzt mal, wie wir sie kennen, also in den Bodybuilding-Studios, da die Inhaltsstoffe zu gering dosiert sind. Ja. Die nehmen die gleichen Inhaltsstoffe, nur in einer wesentlich höheren Konzentration und Menge. Wir konzentrieren uns auf den Markt für Menschen so ab 50, 55 plus, die sozusagen Sport betreiben, um fit zu bleiben, um sich in der Lage zu fühlen, wieder die ganz normalen Bewegungsabläufe des Alltags zu tun. Wir gehen nicht zu Bodybuilder oder Kraftsportler und auch nicht zu Profisportler. Auch Profisportler brauchen eine viel größere Dosierung von Kreatin, von Magnesium und von Vitamin D3. Das Prinzip allerdings ist immer das gleiche. Ein Profisportler braucht einen großen und starken Muskel, um seine Sportart zu tun. Und wir brauchen eine Muskulatur, um uns von A nach B zu bewegen. Viel erfahren, viel dazugelernt. Herr Seili hat uns das hervorragend erklärt. Herr Seili, vielen herzlichen Dank. Gerne, gerne. Mediateam, Werner Block, Sindelfingen, heute auf der Terrapro. Herr Seili, viel Erfolg, viel Spaß auf der Messe. Dankeschön.